Hi, in der heutigen Basslektion habe ich mal eine Übung für euch, bei der ihr euer Timing verbessern könnt, eure Fähigkeiten, Rhythmen zu lesen und bei der ihr auch noch euer rhythmisches Vokabular erweitern könnt. Die Übung, die ich für euch habe, ist ein bisschen oldschool-mäßig, weil ihr nämlich auf solche Sachen hier zurückgreift, und zwar auf Karteikarten. Das ist jetzt so, dass ich bei diesen Karteikarten verschiedene Notenwerte raufgeschrieben habe. Und zwar habe ich eine vierte Note, ich habe zwei achte Noten und ich habe diverse 16. Noten. Also ich habe einmal wirklich komplett alle vier 16. drauf und ich habe so alle möglichen Ausgestaltungen von 8. Noten und 16. Noten hier drauf. Ich zeige euch die jetzt alle mal ganz kurz, damit ihr die einmal gesehen habt. Ihr solltet natürlich, wenn ihr solche Übungen macht, auch dann irgendwann erstmal wissen, wie man so ein paar Rhythmen tatsächlich auch liest. Die haben wir noch, dann gibt es diese noch und da sind wir auch schon wieder bei den 4. Noten. Was ich jetzt mit diesen Karteikarten machen möchte, ich stelle mir jetzt vor, dass ich einen Viervierteltakt habe und jede von diesen Karteikarten oder jede von diesen Notenwerten, die auf den Karteikarten drauf sind, sollen einen Schlag repräsentieren. Das heißt, ich würde mir am Ende vier Karteikarten hinlegen, eine Karteikarte für jeden Schlag. Das kann mal sein, dass ich auf der 1 vielleicht eine vierte Note habe oder ich könnte auf der 1 vielleicht sowas hier haben. Das wird sich dann zeigen, aber das würde ich dann einfach wahllos durcheinander mischen und dann lege ich mir diese Karten so hin und dann gucke ich mir das an und versuche das dann zu spielen. Und zwar würde ich dann das entweder erstmal klatschen oder ihr könnt das dann auch gleich auf dem Bass spielen. Das hat dann die Folge, dass ihr wirklich lernt, Rhythmen zu hören und die auch lesen zu können, weil ihr nämlich das Prinzip, nachdem ich dann die Sachen hinlege, ist wirklich ein Zufallsprinzip und ihr seht dann sofort die bestimmten Notenwerte und wenn ihr die dann wirklich kennt, diese Notenwerte, dann könnt ihr das auch wirklich dann irgendwann abspielen. Klar, am Anfang ist es natürlich schwierig, weil wenn ihr zuerst jetzt meinetwegen sowas hier seht und nicht wisst, welche von diesen vier 16. Noten ich da spiele, dann ist es natürlich erstmal schwierig. Aber wenn ihr euch da länger mit beschäftigt, dann werdet ihr merken, dass ihr erstmal diese Noten wirklich schnell erkennt. Das hilft euch dann auch, wenn ihr meinetwegen Sachen vom Blatt spielt, weil wenn ihr vom Blatt spielt, geht es ja nicht nur darum, die richtige Tonhöhe zu treffen, sondern auch die Rhythmik tatsächlich vom Blatt zu spielen. Dafür ist das wirklich eine sehr gute Übung. Also die Übung hat mir wirklich beim Blattspiel oder mein Blattspiel wirklich um einiges verbessert. Und dann ist es noch so, dass ihr wirklich, wenn ihr diesen Notenwert jetzt seht, meinetwegen, dann habt ihr dann irgendwann auch eine bestimmte Klangvorstellung. Das heißt, ihr hört dann irgendwann, wie dieser Notenwert gegenüber diesem oder gegenüber einem konstanten Puls klingt. Und das hilft euch dann auch, also erstmal eure Rhythmik zu verbessern. Und ihr könnt auch durch solche Übungen euer rhythmisches Vokabular erweitern, weil ihr nämlich, wenn ihr jetzt meinetwegen diese Übung macht und merkt, okay, diese Rhythmik, die finde ich cool, dann könnt ihr auch versuchen, anhand solcher Rhythmen oder auf Basis dieser Rhythmen oder dieses Rhythmuses, die meinetwegen einen Song oder eine Basslinie zu kreieren. Alles klar, ich werde mir jetzt meinen Bass dann mal schnappen und dann werde ich euch die Übung mal vorstellen. Okay, fangen wir mal mit der Übung an. Ich habe mir jetzt ausgedacht, dass ich auf der 1 nehme ich eine vierte Note. Auf der 2 kommen dann die 8. Noten, auf der 3 kommt dann diese Note hier, also erstmal eine punktierte 8. Note, dann eine 16. Note und auf der 4 kommen dann 4 16. nochmal. Ich werde euch das auch nochmal einblenden, ist dann einfach ein bisschen einfacher für euch. Wenn ihr das dann zu Hause macht, könnt ihr euch die Karteikarten dann vor die Füße legen und das dann so abspielen. Okay, ich spiele euch die Rhythmik mal vor und zwar nehme ich mir einfach einen Ton, in dem Fall das G, welchen Ton ihr nehmt, ist völlig Banane und ihr könnt dann irgendwann auch natürlich mehrere Töne nehmen, aber es geht ja erstmal hier nur um die Rhythmik, von daher könnt ihr auch gerne bei einem Ton bleiben. Ich spiele es jetzt erstmal so, dass ich die Subdivisions mitziehe und dann spiele ich es ohne Subdivision. Eine und zwei und drei und vier und eine und zwei und drei und vier und
2 und 3 und 4 und 1. Und das nächste wäre dann, dass ich die Subdivisions nicht mehr zähle. Das heißt, ich zähle nur den Puls. Und da solltet ihr dann darauf achten, dass ihr dieses, was ich eben mitgezählt habe, dieses eine und zwei und, dass ihr das versucht im Ohr zu haben. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Das sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick so leicht aus, aber also für mich ist die Übung jetzt nicht so kompliziert, weil ich die schon wirklich lange mache und ich weiß einfach, wenn ich einen bestimmten Notenwert sehe, dann weiß ich, wie sich der anhört und welche Noten ich da spielen muss. Das hat natürlich wirklich ewig gedauert, bis ich das konnte, aber das wird dann bei euch auch irgendwann so sein. Das werdet ihr dann merken, wenn ihr sowas länger macht, dann werdet ihr merken, wie gut ihr dann die Rhythmen lesen könnt und sofort aufs Instrument übertragen könnt. Ich mache jetzt nochmal eine kleine Änderung, und zwar ändere ich die vierte Note auf der 1. Die werde ich durch diese Note ändern. Und zwar haben wir da eine Achtel und dann zwei Sechzehntel, damit ihr einfach mal seht, was dann passiert, wenn ich es ändere. Ich zähle auch wieder erstmal einmal mit Subdivisions und dann ohne Subdivisions. Eine und zwei und drei und vier und eine und zwei und drei und vier und eine und zwei und drei und vier und eins. Und mal ohne Subdivisions. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. 4, 1. Und das war im Prinzip auch schon die Übung. Also eigentlich recht simpel von der Idee her, aber sehr effektiv, weil ihr wirklich immer wieder andere Kombinationen von Viertelnoten, Achtelnoten und Sechzehntelnoten euch vor die Füße legen könnt. Ihr könnt auch mal spaßeshalber vielleicht versuchen, eine Achteltriole mit einzubauen. Oder noch ganz andere Notenwerte, also könnt ihr dann auch noch halbe Noten reinnehmen, ganze Noten. Also da könnt ihr wirklich, wirklich viel mitmachen mit diesen ganzen Sachen. Und da, wie gesagt, ihr werdet dann merken, dass ihr immer besser werdet, was das Lesen von Rhythmen angeht. Zuerst müsst ihr halt dann immer noch überlegen, beispielsweise bei dieser Note hier, welche von diesen 16 ich dann überhaupt spiele. Dann werdet ihr aber irgendwann wirklich ganz schnell wissen, welche ich da spielen muss, welche 16. Und ihr lernt das auch zu hören. Und das ist eine super coole Übung, die ihr auch unterwegs machen könnt. Das heißt, ihr könnt dann meinetwegen, wenn ihr jetzt im Bus unterwegs seid, dann nehmt ihr euch eure Karteikarten mit, guckt euch dann meinetwegen die Noten an und fangt dann meinetwegen an, wenn ihr jetzt dann diese Karteikarte aufblättert, den Rhythmus meinetwegen zu klatschen oder wie auch immer. Klar, im Bus sollte man das nicht zu laut machen, aber das kann man sehr nicht üben. Oder man kann das, wenn man jetzt meinetwegen beim Arzt ist, im Wartezimmer ist und Langeweile hat, kann man sich solche Sachen vornehmen und das dann üben. Also im Prinzip könnt ihr das ohne Instrument üben, weil es geht ja um die Rhythmik. Die kann man auch ohne Instrument üben. Und wenn ihr dann zu Hause seid, könnt ihr das auch mit Instrument üben. Ihr könnt das mit einem Ton machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Oder ihr könnt auch so eure Dreiklänge, Arpeggios oder Skalen, könnt ihr dann auch mit der Methode üben. Wenn ihr jetzt gemerkt habt, dass die Übung mit 4 Karteikarten für euch zu schwierig sein sollte, könnt ihr auch sagen, dass ihr 2 Karteikarten nehmt und sagt meinetwegen, ich nehme jetzt mal diese 2 hier, vierte Note und achte Note, dass die vierte Note der Ton auf der 1 ist, die achte Note auf der, oder die 2 achte Noten auf der 2, auf der 3 habe ich dann wieder die vierte Noten. Und auf der 4 dann wieder diese Achtelnoten. So könnt ihr das natürlich auch erstmal machen. Ist dann ein bisschen einfacher. Aber ihr solltet dann, wie gesagt, irgendwann dahin gehen, dass ihr versucht, das Ganze pro Beat zu machen. Ihr könnt auch noch andere Sachen mit der Übung machen. Ihr könnt auch noch mal den Dreivierteltakt nehmen. Ihr könnt andere Taktarten nehmen. Was jetzt hier nicht drin vorkommt, sind beispielsweise Pausen, Synkopen. Da könnte man natürlich auch noch weitermachen, indem man vielleicht sich dann bei bestimmten Stellen einfach eine Synkope mehr denkt. Und das dann versucht drüber zu wenden. Also das sind wirklich Sachen, da könnt ihr dann auch noch kreativ sein und die Übung auch noch ein bisschen erweitern. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen solltet bei der Übung, ist mitzählen. Weil ihr sonst nicht hört, wie sich dieser Beat anhört oder der Rhythmus gegenüber dem konstanten Puls anhört. Und zwar solltet ihr mitzählen, weil ihr dann wisst, ob ich auf der 1, 2, 3 oder 4 bin, wenn wir jetzt im Viervierteltakt sind. Und das
Da kann dann jetzt, kann euch jetzt auch kein Metronom tatsächlich weiterhelfen. Beim Metronom tackert er die meiste Zeit nur und ihr wisst ja nicht, bin ich auf der 1 oder auf der 3 oder wo auch immer. Man kann das zwar so einstellen, dass er auf der 1 ein bisschen lauter piept, aber ich würde immer versuchen, das Ganze mitzuzählen. Und zwar, wenn ihr das nicht hinbekommt, dass ihr 1, 2, 3, 4, also einen Impuls zählt, solltet ihr erstmal die Subdivisions mitzählen. Wenn ihr 16 dabei habt, teilt ihr den Beat natürlich in 4 Teile auf. Das heißt, ihr zählt meinetwegen eine Unde, zwei Unde, drei Unde, vier Unde. Dann versucht ihr das so zu spielen. Wenn ihr das dann könnt, dann solltet ihr versuchen, nur den Puls zu zählen. Das kann ein bisschen dauern, das kann auch ein halbes Jahr dauern, bis ihr das hinbekommt. Ich sehe das ja auch immer, ich weiß, wie es bei mir war. Ich sehe es auch immer bei Schülern. Die meisten sagen, oh, ich kann es ja nicht spielen, wenn ich zähle. Ja, kann man zuerst auch nicht. Aber wenn ihr dranbleibt, was ihr da auch machen solltet, dann werdet ihr merken, dass ihr das nach einer Zeit auch spielen könnt. Und dann merkt ihr aber auch ziemlich schnell, wie sich euer Timing-Gefühl dann auch verbessert hat. Okay, alles klar. Wenn ihr Fragen zu der Übung habt, was ja passieren könnte, dann schreibt mir diese in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich über ein Abo freuen. Mein Name ist Markus Ohlen, seid auf dem Kanal der Gitarrenmaster Online-Schule.